Juna Show? Ja. Hi, so die Juna und ich machen jetzt gerade einen kleinen Check auf der Insel. Heute ist ein bisschen Schneetreiben angezeigt und das hier ist so ein bisschen wie Downtown Hinterschön. Ich glaube, auf der Insel leben 23 Leute, aber jetzt im Winter sind es vielleicht 10, die jetzt hier im Winter überhaupt da sind. Ansonsten sind sehr viele Ferienhäuser. Ich zeige es euch mal. So, da unten, das ist einer der Häfen, wo im Sommer auch die Boote reinkommen. Und hier stehen jetzt so ein paar ganz typische schwedische Farmhäuser, die früher tatsächlich bewirtschaftet wurden. Und hier wurde auch Landwirtschaft betrieben, aber heutzutage sind das alles Ferienhäuser. Das hier ist die Inselpost. Im Winter kommt hier einmal in der Woche der Postbote und verteilt die Post und im gelben Briefkasten wirft man seine eigene Post ein. Man kann nur im Winter mit dem Auto auf die Insel fahren, weil hier die Eisstraße gemacht ist. Also man fährt mit dem Auto über die zugefrorene Ostsee und im Sommer kann man nur mit dem Boot rüberkommen. Da gibt es eine Fähre, die einmal am Tag anlegt und alle Inseln abklappert hier auf dem Schärengarten. Aber die meisten Leute, die hier irgendwie ein Häuschen haben, haben dann ein eigenes Boot. Also im Winter ist es wesentlich einfacher, auf die Insel zu kommen und auch seine Einkäufe und sowas auf die Insel zu bringen. Wenn dann so Ende April, Anfang Mai das Eis anfängt zu schmelzen und die Eisstraße nicht mehr sicher ist, dann muss man rechtzeitig im Prinzip sein Auto rüber aufs Festland bringen, weil ansonsten steht es hier den ganzen Sommer und man kriegt es nicht mehr von der Insel. Und dann ist man hier auf der Insel auch so für 2 bis 3 Wochen sitzt man hier fest. Da muss man warten, bis das Eis so weit abgetaut ist, dass man dann mit dem Boot hin und her fahren kann. Also alles ganz schön spannend. So, okay, und jetzt bin ich auf dem Nordhafen. Also ich laufe mal wieder auf der Ostsee herum. Und da nach hinten geht es jetzt wieder in Richtung Heimat. Juna, meine treue Gefährtin, zeigt mir den Weg.